zusammen, ich stehe hier vorm Kölner Hauptbahnhof und möchte euch heute mal zeigen, wie es denn möglich ist, mit einer Sehbehinderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren und nehme euch dafür einmal mit durch Köln. Und los geht's! Ist manchmal ein bisschen schwer, wenn eben viele Menschen unterwegs sind, wie es am Kölner Hauptbahnhof eigentlich immer der Fall ist. Aber grundsätzlich gibt es eben, wie ihr eben gesehen habt, in den Bahnhöfen auch Leitlinien, an denen man sich orientieren kann. Und ich kann auch einfach hören, wenn da eben ein Aufgang kommt zum Gleis und zähle dann eben, wie viele ich passiert habe. Und ansonsten zeigen mir aber auch die Leitlinien, wenn es um die Kurve geht und führen eben auch zum Treppenaufgang eines jeden Gleises. Grundsätzlich ist es am Gleis selbst so, dass hier eigentlich Leitlinien sein sollten, die eben eine Grenze signalisieren, wo hier ein weißer Strich ist. Der wird einfach auch doppelt sonst genutzt als Leitlinie und eben als Signal für Sehende. Das ist hier leider nicht so, aber man kann hier zumindest eine Bodenänderung spüren mit dem Stock. Und wenn man hier ist, gibt es hier nochmal eine extra Riffelung, dass man eben weiß, da hört das Gleis auf. Und, aber grundsätzlich bin ich schon Fan davon, wenn dann doch Leitlinien vorhanden sind. Soweit dazu, wie ich mich am Hauptbahnhof selbst zurechtfinde. Und jetzt seht ihr, wie das dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt klappt. Bitte Leute, haltet die Leitlinien frei. Es ist so anstrengend, wenn man dauernd einen Weg gehen möchte und alle möglichen Sachen auf der Linie stehen und man eben nicht mehr weiß, wo man dann lang kann. Also wäre cool, wenn ihr darauf achten würdet, Leitlinien frei zu halten. Hier an der U-Bahn gibt es auch die erwünschten Leitlinien, die ihr sehen könnt. Leider sind die Ansagen hier in der Bahn immer ziemlich leise, wenn man durch den Tunnel fährt. Und daher muss ich immer die Haltestellen abzählen, um zu wissen, wo ich denn aussteigen muss. Nächster Zug, Linie 1, Weiden West, über Braunsfeld, Rhein-Energiestadt, Junkersdorf. Es ist super gelöst, dass es hier Ansagen gibt, wann welche Bahn einfährt. Und dafür gibt es diese Knöpfe hier, diese Infopunkte, die eigentlich auch mit dem Ortungssignal ausgestattet sein sollten, dass man eben auch hören kann, wo die sind. Das hört man jetzt leider nicht, aber ich tue trotzdem mal. Die nächsten Abfahrten, Linie 1, Weiden West, sofort. Linie 1, Weiden West, in 6 Minuten. Linie 7, sprechen. In 7 Minuten. Leider konnte ich jetzt in der Bahn nicht so super gut filmen, weil es eben alles gewackelt hat und weil auch Personen einfach unterwegs sind, die nicht gefilmt werden wollen. Aber ich hoffe, dass ihr jetzt trotzdem einen Einblick darin erhalten habt, wie es da möglich ist, auch mit einer Sehbehinderung alle öffentlichen Verkehrsmittel selbstständig zu nutzen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt sie doch bitte einfach in die Kommentare. Ich freue mich da immer sehr, im Austausch mit euch zu sein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen noch bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert doch bitte meinen Kanal. Und um jetzt die ganzen obligatorischen Sachen zu vervollständigen, ich bin jetzt auch auf Facebook am Start. Das findet ihr auch alles in der Infobox. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn wir uns da irgendwie über den Weg laufen. Und ansonsten bleibt mir nichts übrig, als zu sagen, bis dann. Tschüss.